Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute habe ich das erste Rasseporträt 2020 für euch und ich fahre dafür in eine Gegend in Österreich, in der ich noch nie war selber. Und zwar fahre ich in das schöne Salzkammergut. Legolas muss natürlich auch Hallo sagen. Und zwar fahre ich heute in das schöne Salzkammergut und besuche die Karin, das ist eine Rassegeflügelzüchterin und die hält eine der ältesten englischen Hühnerrassen, nämlich das Dorking-Huhn. Karin kennen manche von euch vielleicht auch schon von Instagram, dort heißt sie Rassegeflügelzucht Reiter und natürlich blende ich euch den Link unten in den Beschreibungstext ein. Also, meine Reise startet jetzt und ihr dürft euch auf die spannende Geschichte der Dorkings freuen. Das Salzkammergut ist weltberühmt für seine wunderschönen malerischen Seen. Meine Reise führt mich an diesem sonnigen Januartag auch am Wolfgangsee vorbei, hier mit der Falkensteinwand im Hintergrund. Aber heute soll es ja um Hühner gehen. Ich komme problemlos bei Karin an. Und auf dem Hof werde ich gleich von den lautstarken, melodischen Krährufen des Dorking-Zuchthahns begrüßt. Ich muss sagen, Dorkings haben wirklich ein außerordentlich klangvolles Gekrähe. Und es sind auf den ersten Blick auch schon sehr stattliche Hühner. Meine erste Frage an Karin ist dann auch, mit was für einem Farbschlag wir es hier zu tun haben. So Karin, du hast hier eine schöne Dorking-Henne auf dem Arm. Was ist denn das für ein Farbschlag genau? Also ich habe die goldwildfarbenen Dorking und es gibt noch die silberwildfarbenen, die weißen, die gesperberten, die silberhalsigen und die goldhalsigen. Wobei die silberwildfarbenen eigentlich die noch meistverbreiteten sind und die goldwildfarbenen eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr selten sind. Also es ist eine sehr alte Rasse und auch eine in ihrem Bestand momentan sehr gefährdete Rasse, kann man sagen. Ja, genau. Ganz selten geworden, leider. Leider müssen Dorkings tatsächlich nicht nur im deutschsprachigen Raum zu den seltenen Rassen gerechnet werden, auch in ihrer englischen Heimat sind es definitiv gefährdete Hühner. Dorkings haben uralte Wurzeln. Eines ihrer auffälligsten Rassemerkmale ist eine zusätzliche Zehe, also diese Hühner sind fünfzähig und bereits in der Römerzeit wurden für Südengland Hühner beschrieben, die fünf Zehen hatten. Kaum eine andere europäische Hühnerrasse lässt sich geschichtlich so weit zurückverfolgen. Über viele Jahrhunderte hinweg waren Dorkings so ziemlich die schwerste europäische Hühnerrasse und wurden bei der Erzüchtung vieler anderer schwerer Hühnerrassen darum ebenfalls verwendet. Rassen, die von den Dorkings im Laufe der Geschichte stark beeinflusst wurden, wären zum Beispiel die berühmten Favorolais, die deutschen Lachshühner, die Hudans und die Orpingtons. Selbst in den österreichischen Sulmtalern soll ein wenig Dorking-Blut fließen. Karin zeigt uns jetzt, was man sich unter der fünften Zehe genau vorstellen kann. Also Karin, bei der Henne sieht man jetzt gut, was fünfzähig eigentlich genau bedeutet. Genau. Das geht wirklich so auseinander. Ja, also das ist wirklich eine von meinen besseren Hennen. Die hat wirklich eine ganz gute Zehen drinnen schon, überhaupt der Fuß. Da sieht man, so ein wirklich schön auseinander sein und nicht zusammengewachsen oder der Zeh nach unten schauen. Also das die ist ganz wichtig. Sind auch super in genau, Ordnung. Genau. Ja. Wobei. Die Läufe schön fleischfarben, also relativ kurze Läufe. Ja, und die Brust, schöne Brust haben die Dorking-Hennen. Deine sind jetzt auch gar nicht noch nicht ganz so voll ausgewachsen. Nein, genau, du willst sie auch, glaube ich, nicht bis zum maximalen Endgewicht aufmeisten, weil sie gesünder sind, wenn sie. Genau. Was bei den Dorkings ja, glaube ich, auch interessant ist, sie gehören zu den wenigen Hühnerrassen, die rote Ohrläppchen haben, aber, glaube ich, weiße Eier legen, oder? Genau. Dieses Merkmal schauen wir uns jetzt als nächstes genauer an. Bei der Henne sieht man es sehr gut. Sie hat eben rote Ohrläppchen bzw. Ohrscheiben. Wenn ihr euch erinnert, die meisten europäischen Landrassen haben weiße Ohrscheiben. Wir schauen uns jetzt auch die Eier der Dorkings an. Der Stamm bei der Karin legt ganz hell cremefarbene Eier, also wirklich weiß sind sie jetzt nicht. Anscheinend gibt es da auch je nach Farbschlag und Stamm leichte Unterschiede,
Aber bei den meisten Dorkings sind die Eier nicht, wie ich vorhin sagte, rein weiß. Die Küken, die aus solchen Eiern schlüpfen, sehen dann bei Karins Farbschlag so aus, sie haben fast ein Darmkleid wie bei Wildhühnern mit einer Streifenzeichnung und sie sind eigentlich vom ersten Lebenstag an sehr frohwüchsig. Wenn man hier jetzt genau hinschaut, erkennt man, dass bei den Küken schon Federchen aus den Flügeln sprießen. Ich bin extra jetzt zu Karin gefahren, weil sie eben frische Küken hatte und dass die nach 4 Tagen schon so weit entwickelt sind, spricht wirklich für eine hohe Vitalität. Ich glaube, das war jetzt überhaupt das erste Mal, dass ich Küken mitten im Winter draußen in der Sonne filmen konnte. Wir wollen aber nicht riskieren, dass die Kleinen sich verkühlen und bringen sie wieder zurück in das Kükenheim. Karin muss die Dorking-Küken immer mitten im Winter durch Kunstbrut ausbrüten, weil die Rasse sehr lange braucht, bis sie ausgewachsen ist und es sich ansonsten nicht ausgeht, dass die Tiere im Herbst zur Ausstellungszeit voll entwickelt sind. Übrigens kann Karin bei ihren Küken schon vom ersten Tag an sagen, welches Geschlecht sie haben. Hier zum Beispiel, das ist eine Henne, ganz gut zum Sehen, ja genau, den Lidstrich und die schöne markante Kopfzeichnung, also da sieht man es wirklich gut, ja auch wieder die Zehentrennung, nicht schlecht, ja. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel ein Hahnenküken, die verwaschene Kopfzeichnung, sieht man hier ganz gut, ja genau, kein Lidstrich, eine bisschen verwaschene Kopfzeichnung. An sich ist bei den Dorkings die Kunstbrut die Norm, ich möchte aber dennoch von Karin wissen, ob es bei dieser Rasse auch mal Glucken gibt. Ja, also an und für sich müssten es gute Glucken sein. Mhm. Ich werde mir das heuer mal anschauen, ob ich da eine dabei habe und das auch versuchen. Mhm. Ja, sie brauchen natürlich relativ lang und darum habe ich es hauptsächlich wegen die Hähne auch jetzt schon ausgebrütet, damit ich dann doch dann im Herbst schon bei den Hähne sagen kann, was ich mit welchen weitermache. Bis Dorkings voll ausgewachsen sind, kann es schon mal ein ganzes Jahr dauern. Ihr Endgewicht erreichen viele Tiere erst nach dem ersten Lebensjahr. Karin empfiehlt allerdings, dass man diese Hühner so füttert, dass sie nicht ganz so schwer werden, nicht verfetten, weil sie dann einfach gesünder und langlebiger sind. Auch viel Bewegung hilft der Rasse dabei, agil und gesund zu bleiben. Bei Karin bekommen die Dorkings allen Hühnerluxus, den sie für ein Happy-Hühnerleben brauchen. Sogar die Sandkiste für das tägliche Staubbad ist extra groß, damit die Dorking-Hennen auch genug Platz finden. So soll gute Hühnerhaltung aussehen. Der Farbschlag, der hier zu sehen ist, wird im englischen Sprachraum als Red Dorkings bezeichnet, also das sind sogenannte Red Dorkings. Wenn man den Hahn betrachtet, sieht man sofort warum. Die roten Anteile des Gefieders leuchten noch intensiver, wenn man den Dorkings regelmäßig Karotten in das Futter hineinmischt, zum Beispiel in geriebener Form. Auch die schwarzen Gefiederbereiche irisieren bei dieser Rasse stark, selbst bei den Hennen. Ich finde, Dorkings sind auf den ersten Blick sehr naturnahe Hühner, auch wenn sie relativ schwer werden. Obwohl sie oft auch als Zweinutzungshühner betitelt werden, sind Dorkings doch während ihrer gesamten Zuchtgeschichte eindeutig Tafelhühner gewesen. Sie haben gute Masteigenschaften, sind aber nicht solche Turbowachser wie die modernen Masthähnchen. Mit 150 Eiern im Jahr bewegt sich die Legeleistung der Dorkinghennen eher im Mittelfeld, dafür können sie selbst oft in der 4. Legeperiode noch diese Leistung erreichen. Karin, die Folge mit den Dorkings neigt sich langsam dem Ende zu. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie bist denn du eigentlich zu den Dorkings gekommen? Weil das ist ja so eine Rasse, die man jetzt auch nicht unbedingt auf jeder Ausstellung sieht. Mhm. Ja, ich habe mir eigentlich länger schon überlegt, dass ich irgendeine Rasse haben würde, die wirklich keiner hat. Und es war dann relativ ein Zufall, dass ich auf die Dorkings gekommen bin, weil befreundeter Jungzüchter von uns hat von deutschen Züchtern ein paar Eier geschenkt bekommen, verschiedene Rassen, unter anderem eben auch die Dorking, und mich gefragt, ob ich ihm die ausbrüten kann. Ah. Und er hat dann mit den Dorkings im ersten Moment nicht ganz so viel anfangen können und hat mir den Vorschlag gemacht, ob ich mir
dafür, dass ich ihm die Eier ausbrüte, die Dorking behalten will. Also eigentlich durch einen Zufall ja, eigentlich, zu dir gekommen. Ich habe mich dann ein bisschen beschäftigt mit dieser Rasse und war dann von Anfang an sofort voll begeistert und habe mich dann auch mit den Mike Rauch in Verbindung gesetzt. Das ist ein Dorking-Experte. Ja, das ist wirklich ein Experte dieser Rasse und bei dem möchte ich mich auch wirklich sehr herzlich bedanken, dass er mir immer die ganzen Fragen und auch wenn ich manchmal schon ein bisschen nervig bin, immer... Ah, das glaube ich nicht. Das hat er sicher immer, gern gemacht. Ja, also er ist wirklich super. Man braucht und, so Leute, oder? Gerade bei einer seltenen Rasse, wo man auch nicht immer so viele Informationen kriegt, da braucht man oft einen Menschen, der wirklich Bescheid weiß und einen, wenn man damit anfängt, einfach sagt, worauf es ankommt. Ja, nein, hat mir schon wirklich viele Tipps gegeben und auch, wie man die Küken auseinanderhalten kann. Achso, die Geschlechter unterscheiden. Genau. Ja, ja. Cool. Und ja. Das freut mich. Was hältst du davon? Weil du hast ja nicht nur Dorkings, du hast ja auch viele schöne andere Tiere. Wenn wir jetzt das Video noch mit so einem kleinen Rundgang ausklingen lassen und den Leuten zeigen, was du sonst noch so alles für tolle Tiere hast. Sehr gerne. Ja, dann machen wir das. Passt. Das ist die Eika. Sonst gleich begrüßen. Die erste Station offenbart gleich eine ungewöhnliche Tier-WG. Zwei wunderschöne Münsterländer-Hunde, Jagdhunde, teilen sich ein großes Gehege mit einem Zuchtstamm weißer Zwergseidenhühner. Nicht immer klappt es, dass man Hühner mit Jagdhunden vergesellschaften kann, Karin beweist aber, dass es möglich ist, dass die Hühner von den Hunden respektiert werden. Und der Seidenhahn scheint mir auch ein ziemlich frecher kleiner Geselle zu sein. Weiter geht's. Nebenan kommen dann noch mehr Seidenhühner, dieses Mal allerdings nicht farbrein, sondern bunt gemischt, auch mal schön. Durch das, dass es so viele Farbschläge gibt, jetzt fallen natürlich dann, wenn man es bunt hält, immer wieder andere Formen und das ist halt nichts mehr Farbreines. Aber auch dem Wohlbefinden der Zwergseidenhühner kommt der warme und milde Winterverlauf sehr entgegen. Die Tiere scheinen sich bei Karin pudelwohl zu fühlen. Es ist auch wichtig, dass der Stall nicht geheizt ist, dass der Temperaturunterschied von drinnen nach draußen nicht so groß ist. Wer Seidenhühner schon für recht ungewöhnliches Geflügel hält, der hat wahrscheinlich noch keine zahmen Nandus erlebt. Tatsächlich hält sich Karin auch eine schöne Gruppe dieser Laufvögel, die ursprünglich aus Südamerika stammen. Schon lustig, wenn man im Hintergrund die schneebedeckten Bergspitzen des Salzkammergutes sieht und davor diese exotischen Vögel. Sie scheinen sich im österreichischen Klima jedoch sehr wohl zu fühlen, zumindest macht es auf mich den Eindruck, dass es ihnen sehr gut bei Karin geht, wie allen anderen Tieren. Die Eier sind so groß wie 10 bis 12 Hühnereier. Wow. Ja. Also mit einem Eier gute Eierspeise. Die größeren werden bis zum 1,60 Meter ungefähr. Die Männchen angeblich ein bisschen größer wie die Weibchen. Sehr interessant, sind immer so. Nein, das geht nicht oben. Ich muss zugeben, ich war echt fasziniert davon, mal Nandus so hautnah zu erleben. Sie waren auch überhaupt nicht aggressiv. Die letzte Überraschung ist für mich dann noch eine ganz besondere, denn Karin züchtet auch eine meiner Lieblingsrassen, die österreichischen Steinbipperl. So, wenn man sich ein bisschen beschäftigt damit, sie warteten jetzt auf was, dann wären die eigentlich auch recht zutraulich. Natürlich nicht so wie andere Rassen, aber man sollte ja eh die Natürlichkeit eigentlich lassen und ja, ich mag es einfach gern, weil ja, mir ist wichtig, dass da ein bisschen verschiedene Formen dabei sind und ich habe auch immer wieder andere Hähne dabei und geholt mir dann auch immer wieder einen zweiten dazu, dass ein bisschen andere Formen wieder rauskommen, wie da ist noch ein Junge, schwarz-weiße hinten. Karin liebt ihre kunterbunten Steinbipperl und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass ich es total toll finde, wenn Rassezüchter, die Tiere auch für Ausstellungen haben, zugleich auch Hühnerrassen eine Chance geben, die auf Ausstellungen nicht anerkannt sind. Damit empfinde ich Karin als sehr vorbildlich. K
Karin hat so viele verschiedene Hühnerrassen, da wären dann zum Beispiel noch diese Amrocks, für die sie sogar schon Preise gewonnen hat. Sie hat auch eine bunte Legetruppe, in der zum Beispiel Araucaner, Cream Legbar, Marans, schwedische Blumenhühner und einige Soderhühner und Mischlinge rumlaufen, also jede Menge Tiere. Wer sich interessiert, sollte auf jeden Fall mal auf Karins Instagram-Account vorbeischauen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, das war's jetzt endgültig mit dieser Folge. Ja!